Hallöchen, hier sind wir mal wieder. Heute habe ich mal was aufgebaut. Und zwar zwei Zeitschaltuhren, also Zeitschaltrelais mit verschiedenen Zeiten über zwei verschiedene Lampen, die unterschiedlich ausgehen sollen. Und das Ganze realisiert über einen Taster. Das kann man natürlich mit entsprechender Vakuumklemme so verbindet, dass es auch noch mit drei, vier oder fünf Zeitschaltuhren gehen würde, was aber dann in dem Sinn keinen Sinn macht, weil es gibt Geselle, die meinen, sowas wäre nicht umsetzbar, das würde nicht gehen. Und jetzt bringen wir mal den Beweis, dass sowas eben doch geht, wenn man es richtig verschaltet. Achtung, ich schalte an. Das ist die Lampe oben, die geht nach einer Minute aus. Die grüne Lampe hier unten geht auf die Zeitschaltuhr 2. Zeitschaltuhr 1 ist eine Minute eingestellt, weil ich will da nicht zu lange laufen lassen, dass das Video nicht zu lange wird. Und die Zeitschaltuhr 2 ist auf 1,5 Minuten eingestellt. Was zu beachten wäre, man schaltet die Zeitschaltuhr hier unten. Ich habe es mal mit Grau genommen, zwar parallel. Aber die Lampe wegen Stromkreis musste in Reihe schalten, weil die sich schon beide gegeneinander aufheben. Das heißt, die, wo zuerst ausschalten würde, würde den Stromkreis, das Magnet, unterbrechen und damit auch Zeitschaltuhr 2 ausschalten. Also das sind Sachen, die ihr mal probieren könnt. Da bringt der andere vielleicht ein bisschen zum Staunen. Würde ich jetzt wahrscheinlich hergehen und würde sagen, ah, Zeitschaltuhr 1 hat jetzt ausgeschaltet nach einer Minute. Da aber die andere parallel in Reihe auf 2 läuft, läuft die länger, weil da das Magnetfeld von der Spule bei der Zeitschaltuhr noch aufrecht erhalten wird, läuft die halt noch 30 Sekunden weiter. Aber die wird sich jetzt auch demnächst ausschalten und damit könnt ihr dann sehen, dass das mit dem ausgeht, genau. Also das ist eigentlich, wenn man so will, parallel in Reihe geschaltet. Und da müsst ihr dann immer ein bisschen gucken, wie ihr es verschaltet, dass es auch funktioniert. Das sind Sachen, die wir da ein paar Mal üben müssen. Viel Spaß dabei. Kannst schon mit dem Weber zusammen üben.